Hallo und willkommen zum heutigen Event Time. Heute reden wir über das Event Video Game Awards. Ja, die Video Game Awards sind nicht nur die, wie der Name sagt, Awards, sondern auch Vorstellungen von Spielen, die noch nicht rausgekommen sind und erst noch rauskommen werden. Wer hätte es gedacht? Und das Event ging heute Nacht über 3 Stunden, also von 0 Uhr bis 3 Uhr morgens deutsche Zeit, also mitteleuropäische Zeit, wie das heißt. Und deswegen kommt auch das Video heute etwas später, da ich das erst jetzt am Sonntag aufnehme. Ah ja, schönen zweiten Advent und so. Ja, da das Event 3 Stunden ging, wird die Zusammenfassung von mir 1,5 Minuten umfassen und beginnt jetzt. Angefangen hat das Event mit Telltale Games, die Tales of Borderlands vorgestellt haben. Das ist ein neues Point-and-Click-Adventure im Stil von The Walking Dead, wie viele von euch vielleicht schon kennen, und wird halt vom gleichen Studio auch entwickelt. Kurz darauf folgte ein neuer Trailer von Tomb Raider und daraufhin Spielszenen aus Quantum Break. Die Macher von Quantum Break haben auch gleichzeitig Agents of Storm vorgestellt. Ein Spiel für iPads und Android-Devices und sie haben vor allem die schöne Grafik betont. Danach folgte South Park, der Stab der Wahrheit, und da sah man zum ersten Mal Spielszenen und das war eigentlich nichts weiter als die Fortführung des Trailers. Dann daraufhin folgten Szenen aus Destiny und Vorstellungen vom Donkey Kong Weltmeister und wie er seinen Titel verteidigt. Kurz darauf folgten Broken Age von den Machern von Brutal Legend. Das Spiel wurde per Kickstarter-Finanzierung gemacht. Dann gab es noch Szenen aus The Division und Telltale Games kündigte ein Game of Thrones-Spiel an, was schon sehr viele von euch vielleicht wussten. Dann kam No Man's Sky, ein Indie-Spiel, das am Anfang wirkte wie Spore, aber dann sich als Weltraum-X-Halo-Manier entpuppte. Dann gab es das Zombie-Spiel Dying Light, die neue Version von Thief, The Witcher 3 und Titanfall als finales Ende des Events. So, das war die Zusammenfassung im Kurzen. Jetzt kommt meine eigene Meinung. Also, ich habe in der Zusammenfassung mal die ganzen Awards rausgelassen. Auch wenn das der namensgebende Punkt des Events ist, ist dennoch zu bedenken, dass hauptsächlich das Event ja nicht geschaut wird, weil da irgendein spezieller Award für ein Spiel ausgegeben wird, weil Weltpremieren von Spielen gezeigt werden, die noch nicht rausgekommen sind. Mein persönlicher Grund, warum ich das geschaut habe, war Thief, weil Thief ist für mich, ich bin mit den ganz alten Spielen sozusagen aufgewachsen. Also ich erinnere mich noch, ich habe so lange an den Teilen gesessen, ich habe die richtig geliebt. Und deswegen erwarte ich das Spiel und werde es wahrscheinlich mir für die PS3 holen, falls es dafür rauskommt, falls nicht für den PC. Noch ein Grund, warum ich es geschaut habe, aber der ergab sich eher im Laufe des Livestreams, war Broken Age, weil ich das Spiel Brutal Legend sehr feiere, also ich mag das Spiel. Und meine persönliche Überraschung für mich selber war Dying Light. Weil ich habe von Dying Light schon viel gehört, aber ich habe mich nie sonderlich dafür interessiert. Aber jetzt, wo ich sah, wie das Spiel abläuft, ich habe zuerst nicht verstanden, über welches Spiel die gerade reden. Und dachte, das wäre irgendwie Dead Island 3 oder sowas in der Stadt. Dead Street 3? Genau. Nee, das wäre Dead Straße. Dead City 3, genau. Ja. Vor allem fand ich sehr unterhaltsam, wie die Szenen von PewDiePie gezeigt wurden, wo er Dying Light spielt und ganz nach der PewDiePie-Manier wurde viel geschrien, viel gelacht und sehr viel geschnitten. Die Szenen aus Witcher 3, Wilde Jagd, waren, naja, nicht gerade so berauschend, weil es war sehr kurz und man sah kaum was. Naja, was will man machen? Jetzt gehe ich aber dennoch mal mehr auf die Awards an. Weil gleich zu Beginn gab es den Award fürs beste Action-Adventure des Jahres. Und das wurde Assassin's Creed 4, obwohl GTA 5 auch in der Nominierung war. Und das hat sehr viele Leute auf Twitter verwirrt, weil das wurde ja alles per Twitter gemacht, die ganzen Abstimmungen. Und das hat wirklich sehr, sehr viele verwirrt. Dann folgte halt das weitere Event und ungefähr um 1:30 Uhr oder 1:26 Uhr, irgendwo dort war das, glaube ich, hat man das beste Spiel
des Jahres gekrönt und das war GTA 5. Und dann war halt klar, warum es nicht als Action-Adventure gekürt wurde. Ah nee, das war um 1 Uhr, sehe ich gerade. Ich habe hier gerade so eine Liste, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja, gekürt wurde es von Matt Stone und Trey Parker. Das sind die Schöpfer von South Park, falls es nicht jemand weiß. Und ich fand es eigentlich recht cool. Also GTA 5 verdient es wirklich. Weiter war im Event nicht sonderlich viel Tolles. Es gab eine Einlage von Smosh, wo sie sich hauptsächlich über Half-Life 3 lustig gemacht haben. Also es war so ein Blick in die Zukunft über Next Gen. Und darüber will ich jetzt auch noch was sagen. Mich persönlich hat den ganzen Abend darüber aufgeregt, dass die ganze Zeit von Next Generation of Gaming geredet wurde. Das ist es aber nicht. Und das, finde ich, haben die zu falsch rübergebracht. Es gibt keine Generationen in Spielen. Spiele, die sind nicht eine Generation, dann die nächste und dann die nächste. Es sind einfach nur Konsolengenerationen. Spielegenerationen sind was komplett anderes, weil ein Spiel kann sich nach und nach entwickeln. Es ist nicht so, dass ein großer Sprung kommt, wie jetzt bei der Hardware der Konsolen wie Xbox One und PS4. Das ist Next Generation of Consoles, oder wie auch immer man das nennen will, aber nicht Next Generation of Gaming. Next Generation of Gaming wäre sowas wie Oculus Rift, weil das ist eine komplett neue Stufe von Spielerlebnis, weil da. Das ist einfach Virtual Reality und das ist eine Next Generation und nicht einfach nur bessere Hardware. Weil diese Hardware, die gab es auch in der Current Gen im PC. Das ist halt, was mich persönlich aufgeregt hat. Das beste Entwicklerstudio des Jahres war Naughty Dog. Was ich persönlich mit sehr gespaltener Meinung angesehen habe. Weil Naughty Dog, das sind die Macher von The Last of Us, Beyond Two Souls und alles. Die machen, und auch Heavy Rain, die machen recht gute Spiele. Also, was heißt recht gute? Die sind hammergeil. Aber es sind halt wirklich mehr interaktive Filme, wie sie jeder nennt, weil es ist kein richtiges Spiel. The Last of Us ging noch. Das ging noch. Aber sowas wie Beyond Two Souls und ja, Heavy Rain, das ist weniger ein Spiel, das ist wirklich mehr interaktiv. Das ist genauso wie bei Telltale Games. Bloß bei denen sind es Point-and-Click-Adventures, bei denen ist es klar, dass es sehr stark auf Story basiert. Und bei Naughty Dog aber machen die allmögliche Art von Spielen. Aber ich finde, die verdienen es. Und meiner Meinung nach sollten Naughty Dog lieber Filme machen. Weil, oder Bücher schreiben oder sowas. Weil die Spiele sind zwar geil, aber die würden als Film auch richtig gut kommen. Na, obwohl, das mit den verschiedenen Enden bei Beyond Two Souls war schon abgefuckt geil. Da gab es ja irgendwie 20 Stück oder so. Ja. Dann gab es noch den einen Award. Und zwar der beste Charakter des Jahres. Ich persönlich war natürlich für Trevor, weil Trevor. Aber leider. Was heißt hier leider? Die sind auch recht cool drauf. Waren das die Lutetz-Zwillinge? Ich weiß nicht, ob man die so ausspricht. Ich habe Bioshock Infinite noch nicht gespielt. Ich habe nur die ersten beiden. Und die haben halt als Charakter des Jahres gewonnen. Und gleich am Ende gab es dann noch ein exklusives Konzert mit der GTA 5 Musik, was meiner Meinung nach nicht so ganz mein Fall war. Aber da spalten sich die Geschmäcker. Und wie gesagt, am Schluss noch ein paar Spielszenen von Titanfall und so endete eigentlich VGHX oder Video Game Awards. Ja, das war mein Video zu VGHX. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr das Format findet und ich entschuldige mich, falls ich ein bisschen kränklich klinge. Das liegt daran, dass ich auch krank bin. Aber ich wollte euch nicht komplett ohne Video lassen. Auf Wiedersehen, euer Sandoron.